Hallo lieber Wassermann, herzlich willkommen bei Inbalanced Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, was im Januar 2024 auf dich zukommen wird. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, schauen wir mal für Wassermann bitte im Januar. Was kommt im Januar auf Wassermann zu, bitte? Aha. Ich sehe ein Schlüsselloch. Vor meinem geistigen Auge sehe ich ein Schlüsselloch. Du willst da rein. Okay? Es gibt da gibt es einen Club, Wassermann, und da möchtest du dabei sein. Das kann der Club der Bäcker sein, der Club der Aktienhändlerinnen, der Club der glücklich Verliebten, der Club der Verheirateten. Du kannst auswählen, ja, was auch immer. Was auch immer du willst, ja, wo auch immer du da rein möchtest, Wassermann. Hier sind die Schlüssel. Hier. Okay, siehst du hier? Der Hierophant, hier. Ja, okay. Es wird, okay, halt dich fest, Wassermann. Könnte sein, dass das ein bisschen eine Hardcore-Legung sein wird, ja, wo ich vor allem bei dir einhämmern muss. Der Hierophant ist unser höheres Ich, ist unser besseres Ich, okay? Wenn du Bäckerin werden möchtest, dann musst du eine Bäckerin sein. Wenn du Aktienhändlerin werden möchtest, dann musst du Aktienhändlerin sein. Du musst in der Lage sein, ja, gefühllose Entscheidungen zu fällen. Deine Gefühle abzuschalten. Wenn du sagst, ich will zum Club der glücklich Verliebten gehören, ja, dann musst du eine Person sein, die überhaupt glücklich verliebt sein kann. Der Schlüssel liegt bei dir. Der Hierophant steht für Erkenntnisse, steht für das höhere Ich, steht für besser werden, okay? Okay. Hast du jemals nimm das jetzt nicht persönlich, aber jetzt einfach, um es zu veranschaulichen. Hast du jemals eine miserable Person in einer glücklichen Beziehung gesehen? Hast du jemals einen Menschen, der seine Gefühle nicht unter Kontrolle hat, da erfolgreich mit Aktien handeln sehen? Ich meine nicht das Private, sondern wirklich irgendwo angestellt, wo man findet, doch, die ist kompetent, die kann das. So dreht sie durch die ganze Zeit. Doch, die kann das. Sie soll mit Aktien ins. Ja? Der Schlüssel liegt bei dir. Wassermann, was auch immer das für ein Club ist, wo du dazugehören möchtest, der Schlüssel liegt bei dir. Okay. Ich sehe unter euch ein, zwei Personen, die sogar bei irgendwas mit dabei sein wollen, wo es um Schönheit geht. Okay? Ich sage es einfach gerade heraus. Okay? Ich kann es nicht anders sagen. Hast du jemals eine hässliche Person eine Misswahl gewinnen sehen? Gesehen? Hast du das jemals gesehen, dass eine hässliche... Gut, in der Schweiz passiert das sehr gut. Okay, sorry, schlechtes Beispiel. Aber es gibt da ganz konkrete Fälle unter euch, wo es um Clubs geht, also Club. Wenn es da einen Club gibt, einen exklusiven Club, wo du unbedingt reingehen möchtest, ja, Disco-Party meine ich, ja, dann musst du aber entsprechend angezogen sein und alles. Dein Auto muss passen. Muss passen, deine Kleidung, deine Schuhe, die müssen passen. Hast du irgendetwas anderes gesehen? Da gibt es da andere Personen mit anderer Kleidung, die da rein dürfen? Also, hier nochmals, der Hierophant. Gebisch, vier der Münzen hier. Okay, das bist du hier. Was habe ich hier? Acht der Stäbe. Vier der Münzen und acht der Stäbe. Die nächste Karte, vier der Münzen, die nächste Karte wäre dann fünf der Münzen. Okay, hier habe ich acht der Stäbe. Eigentlich ist es dir gar nicht so verwehrt, gell?
eigentlich könntest du direkt das öffnen. Also eigentlich bist du schon parat für diesen Club. Nur müsstest du dann mit 5 der Münzen etwas anderem oder jemand anderem Tschüss sagen. Bye, bye. 5 der Münzen. Bei 5 der Münzen, schaut, das hier ist 4 der Münzen. Ah, hier, direkt dahinter, okay. Bei 5 der Münzen geht es ja darum, dass du aus einem anderen Club gekickt wirst. Du willst in einen anderen Club. Und deswegen wirst du aus dem alten Club gekickt. Also hast du einen Freundeskreis, wo alle glückliche Singles sind und jetzt willst du hier nicht eine auf Turteltölpchen machen? Könnten deine Freunde nichts mehr mit dir anfangen, wenn du jetzt plötzlich die ganze Zeit von Holger, von Urs schwärmen würdest und total verliebt wärst und so. Echt, jetzt sind wir immer noch dort, wo wir uns drum scheren, was andere sagen. Hm. Niemand liegt im Sterbebett und denkt sich, ah, gut, habe ich so gelebt, dass alle mich toll finden, dass mich so, dass, oder, gut haben alle akzeptiert, was ich entscheide. Niemand sagt sich sowas am Ende des Tages. Hör mal auf. Sind eh alle sind mit ihrem eigenen Leben beschäftigt, liebe Leute. Alle sind mit ihrem eigenen Leben beschäftigt. Ich wüsste jetzt gar nicht, warum ich mich hinsetzen sollte und mir Gedanken über Lebensentscheidungen von jemand anderem. Soll doch jeder machen, was der will. Banane, verstehst du? Wassermann. Interessiert kein Mensch. Zieh dein Ding durch hier. Ja. Zieh dein Ding durch. 5. große Arkana, der Hierophant. 11. große Arkana, die Gerechtigkeitskarte hier. Du hast hier momentan die Chance, hier das zu ergreifen, was du möchtest. Ich habe hier 5, hier habe ich 11. Das macht dann die 16. große Arkana. Das ist die Turmkarte. Darauf folgt dann die Sternkarte. Das ist dann die Wassermannkarte, Wunscherfüllungskarte. 17. große Arkana. Weißt du, was du hier tun wirst? Ich sehe, wie du es tun wirst. Das sind große Arkanas, das sind Dinge, die passieren. Du wirst hier für einen großen Knall sorgen. Ja, hier kommt die 16 auf uns zu, die Turmkarte, völlig unerwartet. Wirst du hier einen Knall erleben bei dieser Sache, die dafür sorgen wird, dass du nicht nur einfach nur den alten Club verlässt, sondern regelrecht rausgekickt wirst. Soll ich dir die Turmkarte zeigen? Warte, berührt eigentlich dieser... Na, ist gut. Na, schau, 10 der Kelche zeigt sich kein. Ja. Ich zeig dir die Turmkarte, das, was passieren wird. Damit du dann mit der Sternkarte deine Wunscherfüllung dann erlebst, ja, das, was du haben möchtest, das, was du, das, was dich zufriedenstellen wird am Ende des Tages. Ja. Ja. Das bist du, okay, das ist das, was erreicht werden soll. 17. große Arkana, Sternkarte, Wunscherfüllung, okay, Traumerfüllung sozusagen. Das hier kommt auf dich zu, damit eben deine Wunscherfüllung passieren kann. Ich habe hier die Turmkarte liegen. Ich glaube, Wassermann, ich glaube, dass du bei einem Thema, wo du von einem bestimmten Szenario ausgehst, komplett überrascht davon sein wirst, was dann doch passieren wird. Wo auch immer du dich momentan befindest, sei es für die in Bezug auf Liebesthemen, Berufsthemen, ja, du weißt, um welches Thema es hier geht, da, wo du dich befindest, kannst du nichts drauf aufbauen. Das ist Schrott. Ich sag's dir direkt, die Art und Weise, wie du Bäckerin, Bäcker, Bäckerin werden wolltest bisher und was aufgebaut hast, das kannst du wegwerfen, so fängt man nicht an. Falls du sagst, ich will dir in einer glücklichen Beziehung sein, dann kannst du alles vergessen, was du bisher aufgebaut hast. Das ist nicht auf einer soliden Basis aufgebaut, damit kann man nichts anfangen, nichts aufbauen, nichts in der Zukunft in der Hand haben. Okay? Und deswegen wird hier in absehbarer Zeit das, was du momentan zur Hand hast in Bezug auf deinen Traum, alles zusammenbrechen. Ja. Willkommen bei Inbalz Tarot für jene, die hier zum ersten Mal zuschauen. Das ist Sinn und Sache von der Turmkarte, oder da wird durch etwas Unerwartetes etwas Hässliches zusammenbrechen, damit was Schönes entstehen kann.
Okay. Auf dieser Basis entsteht nichts Schönes. Das ist nur Schrott, das man noch weiter ansammeln würde. Okay. Deswegen wird da mal weggewischt. Ne? Deswegen ist ja auch die nächste Karte die Sternkarte. Ja? Ja. Ich sage immer bei der Turmkarte, die ich gerade gezeigt habe, ja, sage ich immer, das ist der Moment, wo du den ungeliebten Ehemann beim Betrügen erwischst. Ist zwar blöd, aber eigentlich wollte man es schon. Und die freche Kollegin, der gekündigt wird, oder? Das ist zwar blöd, aber insgeheim, ja. Du willst hier schon längst raus aus einem Umfeld, aus einer Clique, aus einer Denkweise. Also gerade jene, die Single waren bisher, ihr seid keine glücklichen Singles mehr. Ja, und da kommt ihr raus, ihr werdet da unerwartet, hast gesehen, wie die Karte gefallen ist, unerwartet wirst du hier rauskatapultiert aus deinem alten Leben. Du hast bald Geburtstag. Ich sage es immer wieder. Das gesellschaftliche Jahr geht vom 1. Januar bis 31. Dezember. Das persönliche Jahr geht immer von Geburtstag zu Geburtstag. Mit jedem Geburtstag erleben wir eine Wiedergeburt, eine Neugeburt. Und hier, oder, ja, wird das vorbereitet. Wir haben jetzt Januar, nächsten Monat hast du dann Geburtstag. Okay. Weil heute schon der 11. Januar ist, ist deine Fortsetzung hier um 50% reduziert. Du wirst das dann im Warenkorb sehen. Auf der Produktseite siehst du es noch nicht. Im Warenkorb siehst du dann den Rabatt. Okay? Und nicht vergessen, oh, sieben der Stäbe umgekehrt. Nicht vergessen, kannst noch bis am 15. kannst du deine persönliche Jahreslegung buchen. Siehst den Link auf meiner Webpage und unten in der Infobox im obersten Kommentar werde ich es auch verlinken. Okay, kannst dort deine persönliche Jahreslegung für 2024 buchen. Kannst es gut gebrauchen, sehe ich hier. Fängt schon mal gut an. Sieben der Stäbe umgekehrt hier. Was hier passieren wird, ist, dass du mit Tatsachen konfrontiert sein wirst, Wassermann, gegen du dich nicht wehren kannst. Warum? Weil das hier, falls du berufstechnisch zusiehst, in einem Meeting sein wird, aus der du nicht einfach so rauslaufen kannst. Warum? Weil du hier zum Beispiel gerade auf einer Insel bist und diese Insel nicht einfach so verlassen kannst und nach Hause fliegen kannst. Sieben der Stäbe umgekehrt. Warum kannst du hier nicht weg? Weil dein Auto zum Beispiel kein Benzin mehr hat, du nicht wegfahren kannst, das Auto nicht zurücklassen kannst und dich da hinsetzen musst und dich diesen Tatsachen, die dir entgegengebracht werden, ja, stellen musst. Du kommst hier. Es ist ziemlich interessant. Es ist so, wie wenn du dazu gezwungen wirst, eine Explosion zu erleben. Entschuldigung, ich meine nicht eine solche Explosion, aber du hast die Turmkarte gesehen. Es ist so, wie wenn du jetzt durch diesen Schlüsselloch durchgedrückt wirst. Kommst da durchgeschossen. Ist immer ein Hinweis darauf, dass hier etwas immer wieder aufgeschoben, aufgeschoben, aufgeschoben wurde. Ja, und jetzt allerhöchste Zeit ist. Sowas ist besser wie beim Alten zu bleiben, weil sonst hättest du beim Alten Tragödien, die du noch durchmachen müsstest. Das wäre nicht so gut. Okay. Das hier ist besser. Open End. 50-50 Chance. Was hat die denn erlebt, dass sie immer noch optimistisch ist bei so etwas? Nee, ja, so. Ritter der Schwerter hier. Ja, der Nah-Null-Karte hier. Du wirst hier erleben, wie die Person, an die du denkst, es ist irgendwas im Zusammenspiel mit einem Menschen hier. Dieser Mensch wird dir hier einige Wahrheiten sagen, mitteilen, wird sehr ehrlich sein, okay? Und du wirst dich nicht dagegen wehren können, okay? Und du wirst es hinnehmen müssen und gleichzeitig fünf der Münzen umgekehrt hier.
Gleichzeitig wird nichts mehr so sein, wie es mal war. Und gleichzeitig der Narr hier, Nullkarte hier, ja, erste Karte im Tarot. Gleichzeitig entledigst du dich hier endlich mal einer großen Last, die du in deinem Leben mit dir getragen hast. Und mit der Nullkarte eben dann mit deinem Geburtstag dann diesen Startschuss haben wirst hin zu einem komplett anderen Kapitel in deinem Leben. Ist eine Legung, ja, die... Ich töne gerade wie eine typische Tarotkartenlegerin. Normalerweise ist es, gut, wir werden jetzt eh noch mehr Details erfahren. Es geht hier auf jeden Fall auch um eine unabgeschlossene Sache hier aus deiner Vergangenheit, wo du mit Wahrheiten konfrontiert sein wirst, wird hier wahrscheinlich am Anfang ziemlich unangenehm sein. Die Turmkarte ist immer unangenehm. So sehr du diesen Mann hier, ja, so sehr du deinen Ehemann hast, niemand möchte den Ehemann mit einer anderen Frau erwischen. So sehr du diese Kollegin frech findest, niemand möchte hier ja, mit Kündigungen oder so zu tun haben, ja, oder irgendwelche Massenkündigungen. Es ist unangenehm, aber es wird dich befreien und mit der Nullkarte hier wird dir dann erst recht die Möglichkeit gegeben, da überhaupt etwas Positives aufzubauen. Okay? Ich werde hier mit diesen Karten schauen, was hier genau passieren wird, Wassermann, und worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst und was dein Gegenüber noch vor dir versteckt, weil ich sehe, wie dieser Mensch alles auf den Tisch legt. Ja, wird dann sehr ehrlich sein. Für jene, die hier keinen Kontakt haben, werde ich diese Zeitkarten hier fragen, wann hier der nächste Kontakt stattfinden wird. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye.